Mario, aufwachen. Hey Mario, steh auf. Komm schon. Hallo? Hallo, Mario? Steh auf! Oh, Bruds, willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario Odyssey. Wir haben im letzten Part die vier Bandmitglieder zusammen trommeln können und heute wollen wir schauen, dass wir die Stadt mit genügend Strom versorgen, dass die vier Bandmitglieder auch, naja, ihre Musik machen können. In diesem Sinne, lass uns mal zu diesem Gully gehen, weil ich glaube, da müssen wir auch hin. Was sagst du dazu? Ich bin hier, um nach dem Stromkraftwerk zu sehen, wenn ich nun diesen blöden Kanaldeckel hochbekommen würde. Ja, da kann ich dir helfen, pass auf. So, wir einigen uns darauf. Ich, hab den Kanaldeckel entfernt und du gehst jetzt rein und machst das für mich, okay? Ich gehe kurz mal an die Snackbar, hol mir was zu essen und schau dir zu, wie du das machst. Ist das okay für dich? Na, warte mal, ich gehe doch kurz zu Starbucks oder hole ich mir einen Kaffee. Und willst du auch einen haben? Keine Antwort ist auch eine Antwort, oder was? Hallo? Hörst du mir zu, wenn ich mit dir rede? Du Sau, da mache ich halt eben alleine, ist mir egal. Alles müssen wir selber machen. Wenn ich wissen könnte, wie man diesen Kanaldeckel aufkriegt. Keine Ahnung, wie wär's mal mit Nachdenken? Du Sau! Gut. Stromkraftwerk im Untergrund. Und ich bin mal gespannt, was ich hier so alles... Oh, ganz viel Giftwasser, natürlich. Darf ja auch in einem Stromkraftwerk nicht fehlen, ist ja ganz klar, ne? Wobei dieses Stromkraftwerk wahrscheinlich vorher nicht mit Gift beschichtet war, aber oh Gott. Okay. Das war schon mal ein sehr schöner Freifall. Ich denke nicht, dass dieses Stromkraftwerk vorher schon mit Strom, mit Gift vollgemüllt war. Ich glaube, das ist erst seitdem die Piranha-Pflanzen hier sind, ne? Das ist ja wohl ganz klar. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter. Mehr gab es da nämlich nicht. Eine Ratte, komm her, gib mir eine Münze. Ja, so kann ich sie nicht aufnehmen. Danke sehr. Ah, man kann so die Plattform bewegen. Das ist ja interessant. Und die bewegt sich jetzt quasi kontinuierlich. Ja, interessant, interessant. Ich bin mir sogar sicher, dass es hier die eine oder andere lila Münze gibt, die wir uns gönnen können. Aber wobei, irgendwann hört es auch auf, sich zu bewegen. Interessant. Ja gut, wissen wir jetzt mehr. Wissen wir jetzt Bescheid. Komm, Münze. Gut, es gibt aber nichts Besonderes. Na komm. Komm her. Gut, ich kann die Piranha-Pflanze auch wegtreten. Ich muss gar nicht auf sie draufspringen. Wusste ich nicht. Immer hier schon in die Ecken gucken, weil da kann nämlich immer was sein. Wir kennen das Spiel doch. Wir kennen die Mario-Spiele. Na, komm ran. Warum ist dort eine Münzenstaude ohne Grund? Ja, okay. Na gut. Ja, ich bin halt auch wieder vorsichtig hier, ne? Ich will halt nichts übersehen. Ha! 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 Wusste ich's doch. Diese ekelhaften Fliegen. Was macht ihr hier unten? Ja gut, hier stinkt's ja auch schön. Hier könnt ihr euch ganz gut ernähren, ne? Aber wir sind hier in keiner Kanalisation. Wir sind ja nicht mal in der Kanalisation. Wobei es schon so ein bisschen Anschein hat, als wäre es eine, oder? Ein bisschen kommt mir das schon spanisch vor oder kanalisationsartig vor, ja? Na gut. Na? Ist da unten nichts? Scheinbar nein. Na gut. Weiter geht's. Wisst ihr, die ganzen Mario-Spiele von damals, auch die 3D-Abenteuer, die haben mich so geprägt, ne? Dass ich bloß in jedes einzelne Loch schaue, in jede einzelne Ecke schauen soll, weil da immer etwas sein kann. Und naja, deswegen bin ich halt so vorsichtig, wie ich halt bin. Ich find's gut. Also ein gesundes Maß an Vorsicht. Ja, ne? Moin! So ein gesundes Maß an Vorsicht und an auch Aufmerksamkeit. Das muss man dem Spiel... Dieses Spiel hier ist wie ein ADHS-Kind. Wenn du ihm nicht die volle Aufmerksamkeit schenkst, bestraft dich das Leben. Oder bestraft es dich. Oh, da ganz fies Bowser-Graffiti. Pauline, was machst du? Du bist dünnes Eis. Ich sehe ganz gern selbst nach, was in meiner Stadt so vor sich geht. Das schließt auch das Stromkraftwerk mit ein.
Die Freunde von diesem Ungeheuer haben es also bis hier runter geschafft? Ja, dass du es bis hier runter geschafft hast, du dumme Torte, das ist auch schon ein Wunder, ey. Ganz ehrlich, ach, da ist sogar der, Dingenskirchentyp. Geheime Röhre. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die irgendwie special ist oder so. Oder ob die mich irgendwie weiterbringt ins nächste Gebiet. Deswegen bin ich da jetzt mal vorsichtig und gehe nicht da rein. Ja, aber ich glaube, das hier sind, glaube ich, entweder die Bodyguards von Pauline oder die Freunde von dem Typen, der meinte, ja, meine Freunde sind irgendwie im Kraftwerk und sie kommen nicht mehr raus. Da gibt es einen Mond, wenn wir die besiegt haben. Hey! Ach ja, stimmt. Ja, okay, ich hab's verstanden. So. Und jetzt gibt's den Mond als Belohnung. Purste Gönnung meines Lebens. Zack. Saft fürs Kraftwerk. Ganz viel Saft. Oh, ja. Ich denke mal, dieser Knopf hier wird dafür sorgen, dass ganz New Donk City wieder mit Strom versorgt wird. Möglich. So, Pauline, was sagst du? Kriegen wir noch einen Mond von dir? So von wegen Bonus. Hast du was vergessen? Den Schalter vielleicht? Mach doch selber. Ich dachte, du guckst mal in deinem Kraftwerk nach dem Rechten und... Danke. Kein Ding, Brutz. Jetzt funktioniert es endlich wieder. Wow. Jawohl. Nee. Hallo, hast du was vergessen? Ha? Den Knopf vielleicht? Denkst du, mit meinem Arsch bekommen? Oh, da sind ganz viele Monde. Kann ich die alle kriegen? Danke sehr. Hey, die saugen voll die Energie der Monde aus. Ey. Voll radikal. Wundervoll, Mario. Du bist ein Klempner mit vielen Talenten. Herzlichen Dank. Nun, sie steht im Festival nichts mehr im Weg. Jetzt können wir endlich das Festival eröffnen. Die Party kann beginnen. Oh, hey. Würdest du uns die Freude machen und an unserem Festival teilnehmen? Nächstes Mal. Ach wirklich, das ist sehr schade. Aber sag doch bitte Bescheid, wenn du deine Meinung änderst. Mach ich, weil... Jetzt geht die Party richtig ab hier. Weil es gab ja noch die Röhre im Kraftwerk und ich weiß nicht genau, wofür die steht. Ob ich da irgendwie in den Special-Bereich komme. Kannst du dich bitte wegbewegen? Alter, nicht dein Ernst, ne? Jetzt kann ich da nicht mehr rein. Jetzt weiß ich gar nicht, wofür die Röhre ist. Also, dann kann die Röhre eigentlich für gar nichts Wichtiges stehen. Nö, kann nicht. Das kann ich. Dann ist sie irrelevant, die Röhre. Also, ich hätte sie ganz gern selber aber warum ist sie dann da gewesen, bitte? Wenn die keine Relevanz hat. Oder vielleicht verschwindet das Taxi gleich auch, wenn ich irgendwie... Vielleicht steht es auch einfach nur so darum. Und ist gar nicht... Ich gehe mal ganz kurz rein und raus und guck mal, ob sich das irgendwie resettet. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Röhre... mich rausbringt. So... Ach, das ist doch nicht normal. Dass sie mich nur rausbringt, macht keinen Sinn, weil... mit Pauline oder mit... Hey, Mario, tanzen hier, was glaubt ihr? Weil... Wir wären ja sowieso rausgekommen, wenn wir die Mission beendet hätten mit dem Stromversorgen und sowas, ne? Also macht das ja keinen Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Es macht ja keinen Sinn, da eine Röhre zu platzieren, die uns rausbringt, wenn wir schon mit dem Anschalten des Kraftwerks rauskommen. Also, ja. Ja, willst du jetzt teilnehmen, oder was? Yes! Fantastisch! Ich kann jetzt nicht abwarten, mit dir das Tanzbein zu schwingen. Ich schwing gleich was anderes. Ein traditionelles Festival. Traditionell? Oh, wie cool ist das denn? Nee, Alter, oder? Als ob man... Die packen nicht eiskalt SMB-Elemente. Die schmeißen nicht ernsthaft SM... Schneid's gerade? Nein. Die schmeißen nicht... Ich krieg gerade so Gänsehaut. Die schmeißen nicht ernsthaft. Mario versus... was heißt? Okay, also... Die schmeißen... Jetzt bitte mal hier den Gedanken festhalten, Kai. Die schmeißen Super Mario Bros.
mit Donkey Kong in einen Eimer. Wie geil ist das denn? Ich krieg grad so Gänsehaut, ne? Ey, ich krieg grad so Gänsehaut, ne? Alter, ist das geil. Gerade die Musik und so, ne? Die Musik. Und dann das hier. Die purste Retro. Wir laufen an Pauline vorbei, während sie gerade singt und so. Und währenddessen genießen wir das Leben, Amenakoi. Alter, ist das geil. Also, es ist krass. Die Stimmung, die hier gemacht wird. Oh mein Gott, ist das gut. Oh mein Gott, ist das gut. Alter. Wir uns kein Stück hier nicht. Jetzt stirb hier nicht. Bitte noch ein Herz. Komm schon, noch ein Herz. Ich hab keinen Bock zu sterben. Das würde gar nicht zur Situation passen, ey. Ah, nee, Mann. Wie geil muss man denn drauf sein, dass man auf so eine Idee kommt? Ja, ein Herz. Danke. Und dann noch das hier, so Sonic-like hochgehen, ey. Wie geil. Richtig cool, Mann. Ups. Jetzt geht's kopfüber. Ey, richtig cool, Mann. Ey, wie... Das ist ja das Beste, was ich in einem Mario-Spiel je gesehen habe. Ey, Real Rap. Allein schon wegen dieser Retro-Verkörperung und so. Doch diese Musik, die halt... Die uns schon seit vielen Monaten... Fuck. Geprägt hat, wisst ihr? Nee, Alter, das ist halt wirklich... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich lasse eher so die Musik und die Atmosphäre sprechen, statt mich selbst, aber... Oh mein Gott, ey. Also cooler geht's wirklich nicht. Also krass. Hut ab, Mann. Und jetzt kommt noch Donkey Kong, oder was? Ey, wie geil ist das denn? New Donk City, wie gesagt, DK da auch die in den Münzen verewigt. Richtig gut. Und selbst da oben ist er noch und schmeißt die... Und schmeißt nach... Fässern um sich. Wie geil ist das denn? Fuck. Und das habe ich nur gemacht, um es euch zu zeigen, ja? Okay, probieren wir es nochmal. Jetzt rennen wir durch, weil... YOLO HD. Aber oh mein Gott, ich habe es ja gerade eben gesagt, ne? Dieses Crossover zwischen... Mario Bros. Für den NES und dem Spielautomaten Donkey Kong Spiel. In dem ja Mario schon Pauline retten musste, falls sich einige dran erinnern und so. Also hier mal ein bisschen die Lehrstunde. Es war halt in Donkey Kong, im Donkey Kong Spiel so, dass Mario, damals hieß er ja noch Jumpman. Jetzt gibt es ja echt ein bisschen Triatendo-Shit um die Ohren gepfeffert, ne? Nicht normal. Aber in Donkey Kong, im Donkey Kong Spielautomatenspiel, musste Jumpman nämlich Pauline retten. Einige dachten damals, oder, also es hat sich halt so falsch verbreitet, dass einige dachten, hey, Pauline ist ja Peach, damit ist ja Peach gemeint, aber es ist nicht Peach. Peach ist jemand anderes. Peach ist ja, wie ihr sehen könnt, nicht hier. Was? Ey, gut, dass wir gestorben sind. Gut, dass wir gestorben sind, Mann. Ausgelassen auf den Straßen. Es war ja so klar, dass da was ist, ne? Ja gut, dass ich gestorben bin, wie gesagt. Und ja, in diesem Spiel, in diesem... Oh Gott, ich werde fast da reingeflogen, weil ich mir dachte, oh Gott, umgekehrte Steuerung und... oder umgekehrte Perspektive. Läuft. Ja, aber das war damals halt so... Die, sag mal, Story hinter Mario und, oder hinter dem Donkey Kong Spielautomatenspiel, ne? Jumpman musste in dieser Stage hier Pauline vor Donkey Kong befreien. Ja, damals war auch nicht mal Bowser der Böse, sondern halt Donkey Kong. Und wer jetzt wissen, stehen ja, oder wie wir ja schon seit längerem wissen, stehen ja Donkey Kong und Mario neutral zueinander. Und ja, ich lasse das Herz mal dort. Alter, diese Hitbox. Wisst ihr,
Wisst ihr, was ich meine? Ich stehe hier. Ich möchte das Herz für schlimme Zeiten aufbewahren. Nicht, dass ich jetzt gleich noch irgendwie getroffen werde und so, deswegen lasse ich das mal hier. Aber wie gesagt, dieses Lied, das uns schon so lange begleitet. Seit so vielen Monaten, seitdem... Ich glaube, seit dem E3-Trailer ist das so. Kann das? Seit dem E3-Veröffentlichungstrailer sind wir schon mit dieser Mucke vertraut und... Ah, richtig schön, Alter. Die Gänsehaut hört halt nicht auf, ne? Ich hätte mir halt so gedacht, okay, das hier vielleicht, dieses Element, dieses Level, so als letztes Level für Mario Odyssey. Wisst ihr, was ich meine? So für die, die halt 100% gemacht haben und so halt belohnt werden, weil sie halt... Die halt belohnt werden dafür, dass sie halt das ganze Spiel komplettiert haben. Und dafür gibt es halt so als Belohnung dieses Level. Aber dass sie das jetzt schon raus haben, das ist krass. Das ist krass, Kanonenpulver. Und bye! Und bye! Ja, Donkey Kong mit dem Bruder, sie! So, hier fürs Thumbnail natürlich. Schön posen, lecker posen. Okay. Und bye! Richtig cool, Alter. Richtig cool! Oh mein Gott! Ey, was gibt's Schöneres, Mann? Ich dachte, da oben wäre jetzt vielleicht noch ein Mond, aber das ist auch nichts mehr. Okay, raus hier. Jetzt bloß hier nicht runterfallen, Mann. Vielleicht ist ja hier noch irgendwie was. Kann man da nie so genau wissen. Na, ist da noch was? Na, ich denke nicht. Aber richtig cool, wie ist eure Meinung? Gebt mal... Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, einen Daumen hoch raus, weil es ist wirklich krass, Mann. Was die hier geschaffen haben, Alter. Oh Gott, nicht runterfallen. So, auf zu Pauline. Richtig cool, Alter. Ich will hier am besten gar nicht raus. Ich will hier gar nicht raus. Ich will hier gar nicht weg. Das ist halt... Yeah, Mario! Ist vielleicht irgendwo eine lila Münze versteckt oder so? Wir springen auf deren Nacken, Amanakoi. Da sind nur normale Münzen. Wie ist es hier? Auf dieser Box? Das auch nicht mehr. Okay, komm. Vielen Dank für die Teilnahme am Festival. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Aus diesem Grund möchte ich dir ein Dankeschön überreichen. Dankeschön. Ein Multimund sogar. Ja, Mario! Das kann man auch als Thumbnail benutzen, so, oder? Pass mal kurz auf. Richtig cool, Alter. Richtig schön. Ein traditionelles Festival geschafft. Bisher der beste Stern im ganzen Spiel, also der beste Mond. Entschuldigung. Der beste Mond im ganzen Spiel bisher. Oh mein Gott, Gänsehaut pur und das immer und immer und immer wieder. Dieser Retro-Shit einfach. Es vergeht nicht. Es vergeht einfach nicht. Krass, Alter. Richtig, richtig gut. So, natürlich können wir jetzt ins nächste Land reisen, aber ich möchte diesen Part noch so ein bisschen nutzen, um mich ein bisschen weiter umzuschauen. Ich hoffe, das hat die Aufnahme festgehalten, Alter. Mikrofon läuft. Aufnahme läuft. Okay, gut. So, was haben wir hier? Ja, ja, ja. Schnell da rein. Beeil dich, Mario. Hallo. Ah, es geht noch weiter. Hallo? Was? Man kann natürlich hier noch Cappy als Hilfe nutzen, habe ich jetzt nicht gecheckt, ja. Sorry. Oh, auch diese Untergrundmusik aus dem SMB-Teil wieder hier, so ein bisschen geremixed. Ein Mond nur für dich! Notenjagd im privaten Raum. Oh, im privaten Raum, hm. Dieser Switch, was, gerade eben hier,
So diese, ach, das ist krass. Da will ich gar nichts mehr zu sagen, ihr habt's ja gehört. So, was ist jetzt dort? Ich meine, da kann man ja auch reingehen. Die Tür ist ja offen für uns. Was haben wir denn da? Oh! Jump and Run Action. Jetzt dachte ich, dass hier vielleicht noch was ist. Dahinter. Hätte sogar sein können. Okay. Okay. Nee, ich komme darauf immer noch nicht klar, ne? Also, es ist einfach richtig krass gemacht, ey. Oh Gott, und hi, und oh. Na los, es wird Zeit. Zeit für was? Hierfür! Ah, war ja klar, dass da was ist. Bring mal den Müll rüber. Ja, du Sau! So, kommt da jetzt noch ein Kugel wieder rüber, der mir helfen kann, weil ich habe keinen Bock mehr von da unten irgendwie wieder. Okay, dann eben nicht. Dann machen wir es irgendwie anders. Stampf, Weitsprung, zack. Nein, nicht so. Hallo. Ach, man kann es ja auch festhalten, habe ich gar nicht. Ich dachte, das ist so eine Walljump-Passage oder so, das wäre richtig krass gewesen, aber nö. Hui, nochmal gerettet. Aber da oben ist ja auch noch ein Mond. Glaube ich. Ich glaube, weil das hat man schon auf der E3 gesehen. Das hat Nintendo nämlich mal auf der während der E3-Zeit gezeigt. Gott. Und hi. Ich glaube, da ist nämlich einer. Kann das sein? Auf diesem Pfeiler? Alter, hört auf damit. Es reicht nun. Das kann doch wehtun. Hallo. Ich glaube nämlich, da oben ist noch was. Passt mal auf. Ja, ich höre es da hier irgendwie. Ich höre es ein bisschen scheinen, glänzen. Warte, warte. Warte, warte, warte. Ja gut, da ist ein Mond, aber hier ist echt kein Mond. Okay, das ist irgendwie doof, aber ich gehe trotzdem mal hin. Weil mir wurde gesagt, wenn es irgendwie wo vibriert an der Stelle, dann mal eine Stampfattacke, aber ja. Weil sich dort nämlich ein Mond verstecken kann, aber er hat sich gar nichts versteckt. Nächster Mond! Kletterpartie unter Beschuss. Ja, danke schön. Da ist nichts mehr und da ist auch nichts mehr. Okay. Hat auch Spaß gemacht. Danke sehr. Gut, da kann man keine Walljumps machen. Das ist dann zu weit voneinander entfernt. Kann man nicht reingehen? Wir wollten noch zu Captain Todd. Das habe ich voll vergessen. Ey, tut mir voll leid, ja. Wir verwenden hier Powermonde zur Stromversorgung. Genial, nicht? So, solange ihr die nicht irgendwie ausquetscht wie Obst, geht das klar. Überraschung. E-Beams. So, Cap Todd Brudes, was geht ab? Diese Ort ist großartig. Überall stehen diese hohen Gebäude. Ich war neugierig, hab einfach in was reingeschaut, ja. Da finde ich einen von ihnen ganz zufällig. Da finde ich in einem von ihnen ganz zufällig einen Mond. Bitteschön. Ich hoffe, er gefällt dir. Bla bla. Danke, mein Bruders. Bewohner der Stadt steht total auf hohe Gebäude, oder? Ja, das kann sein. Ach, Captain Todd Bruders. Wisst ihr, ich wäre so gehypt darauf, wenn es ein Captain Todd Treasure Tracker 2 geben würde, ne? Ich würde das so feiern. Ob das jemals passieren wird, Captain Todd, Treasure Tracker 2, oder ob das so ein Wii U-Ding bleiben wird, das bleibt abzuwarten. Ich würde es jedenfalls richtig cool finden, weil Captain Todd hat ja auch eine Fanbase, ne?
Die Leute stehen auf ihm. Ist auch ganz klar. Ist auch ein süßer Pilz! Aber jetzt will ich nochmal ganz kurz einen Stern holen. Mond, Entschuldigung. Und zwar ist das so ein Mond, den ich euch auch schon mal gezeigt habe in meinem Gamescom-Gameplay-Video. Muss man nämlich mit dem Roller hier hochfahren. Auch richtig bekloppt. Wer kommt denn schon darauf, sein Moped hier hochzubringen? So, das macht doch gar keinen Sinn. Passen Sie auf. Hören Sie zu. Nein, zurückfahren bitte. Es ist so schwer, um die Ecke zu kommen, ne? Kann Mario überhaupt zurückfahren? Aber ne, Hauptsache kann 10 Meter mit dem Ding springen. Das macht auch vollkommen Sinn. Gott, ey, Mario. Gott! Mario! Entschuldigung, ich wollte euren Starbucks-Kaffee nicht umwerfen. Sorry, HD Brutz. Alter. Junge. Ich hab das Gefühl, ich kann echt nicht zurückfahren. Klar, ne? Wo gibt's denn bei einem Moped schon einen Rückwärtsgang? Aber hey, hätte man ja irgendwie einbauen können. Dreh dich! Mach mich jetzt hier nicht schwach, Mann. Woo! Dass das Ding nicht sogar schon kaputt geht, bei der ganzen... bei den ganzen Strapazen hier. So! Willkommen auf dem Motorroller-Parkplatz hier auf dem Dach. Ja, natürlich, so... Natürlich gibt's dafür extra einen Parkplatz, ist ja ganz klar. Natürlich, jawohl. Wer parkt ja nicht sein Moped auf dem Dach? Wer kennt's? Like bitte, wer's kennt. Wow, du bist mein allererster Kunde, der hier seinen Motorroller parkt. Glückwunsch. Ja, und als Kunde wird man natürlich auch bezahlt, ne? Das macht auch vollkommen Sinn. Parkplatz nähe Heliport. Ja, habe ich jederzeit wieder, ja. Ja, okay, bye. So, ich glaube, es gibt hier irgendwo noch was. Und zwar... diese Planen hier. Ich habe halt gehört, wenn man... an der richtigen Stelle... eine Stampfattacke macht... kann man da Mond rausziehen. Und ich glaube sogar, dass das die richtige Plane ist. Nicht? Es gab hier irgendwo Rewrap. Es gab hier irgendwo eine Plane, aus der man den Mond bekommen kann. Ich dachte, das wäre sie gewesen. Aber das ist hier irgendwo anders. Vielleicht da ganz hinten oder so. Oder hier. Oder da unten. Kann alles sein. Da, 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 da. 28 von 66 Monden haben wir. Und wir haben 64 von 100 Münzen. Ja, das mit den 64 Münzen glaube ich gern. Aber das mit den Monden, das glaube ich nicht. Als ob wir so wenig von denen haben. Kann doch wohl nicht sein. Wir porten uns mal zum Schluss aufs Dach. Ich würde sagen, wir düsen auch bald hier weg, ja. Also wir haben ja auch erstmal jetzt genug gemacht. Wir haben auch genug Mone gesammelt. Ich wollte zum Dach, ne? Ich wollte aufs Dach, das ist ja schon klar. Fräulein. Ja. Also mach mal kein Palaver. Danke sehr. Vielen Dank. Wie ich darüber komme, das würde ich gerne wissen. Worauf ich übrigens noch hinaus wollte, ja. Ey, wie komme ich denn da hin? Da ist ja auf jeden Fall ein Mond. Das ist ja keine Frage. Aber worauf ich hinaus wollte. Ja. Wisst ihr, es gibt hier so viele. Also. Schaut euch mal den Außenbereich von New York City an. Also die Texturen, die sich hier vor uns befinden. Oder hinter, neben, sonst vor uns. Auch gerade diese riesige Brücke. Ich würde es übertrieben feiern, wenn das hier, wenn diese Stadt nur ein kleiner Teil von dem ist, was in Mario Odyssey drin gewesen wäre. Wisst ihr, was ich meine? Quasi. Dass das hier nur ein Stadtteil ist und da hinten ist ein weiterer Stadtteil und das da hinten ist auch ein Stadtteil und so. Ich hätte das so gefeiert, ne? Aber leider ist sie nicht so. Leider ist uns ein GTA-Mario-Spiel nicht vergönnt. So, mein lieber Freund. Komm mal weg, die Scheiße! Album für dich, hoch oben auf der Müllhalde. Auf der Müllhalde, ja.
Wie komme ich denn dahin? Auf diesen Wolkenkratzer. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Vielleicht von da ganz oben irgendwie ein... Das könnte viel zu steil sein. Ich guck mal so ganz kurz von hier. Aber das ist das... Oh, das kann nicht sein. Das ist... Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Das sehe ich ja jetzt schon. Also so viel Spielgefühl habe ich dann doch schon rausgefunden, dass das nicht funktionieren kann. Aber vielleicht von hier ganz oben. Mit einem schönen Weitsprung darunter. Vielleicht klappt's. Mal sehen. Wisst ihr, ich will die Mario Odyssey-Videos eigentlich gar nicht so lang werden lassen, aber hey. Wobei, es ist so viel... Nee, warte mal, ich bin noch nicht ganz oben. Ich will die Mario Odyssey-Parts eigentlich gar nicht so lang werden lassen, aber es gibt halt so viel zu tun. Das ist halt das Ding. So, vielleicht jetzt von hier oder... was macht das Moped bitte? Ja, bitte was? Ach so. Was? Man kann ja mit einer... Man kann ja einfach so... Was? Oh mein Gott. Nein! Beklabudes! Das arme Motorrad. Hallo! Es ist die Frage, ob der Mond da immer noch chillt. Nee, scheinbar nicht, aber... Jetzt ist das Moped weg. Ach, komm schon. Ich wette, wenn ich mich hier hinstelle und mich dann hier hinporte, ist es wieder da. Okay. Flieg nach oben, damit du hier runterkommst. Das macht auch vollkommen Sinn, Mario. Ah, dieses Spiel und Logik. Geil. Ja, komm. Also den Mond will ich jetzt noch holen, aber dann ist auch wirklich Feierabend hier. Ja, natürlich steht das Moped wieder da hier. Ist ja ganz klar. Ja, ich dachte kurz, okay, dann... Ich muss mit dem Moped irgendwie... stehen bleiben oder keine Ahnung, was damit machen. So, Schlüssel. Ja. Jetzt ist die Frage, ist da noch mehr? Tic-Tac-Turnier 2. Es gibt noch irgendwo ein erstes? Ja, wie? Ja, wo? Das würde ich ja mal ganz gerne wissen jetzt. So durch die City oder was? Hätte voll Style. So, probieren wir aber jetzt mal von hier aus da runter zu kommen. Also jetzt von hier aus, wenn ich das jetzt so hier so sehe, dann könnte es klappen. Ach nee, warte mal. Es gibt irgendwo... Ja, Strom und Scheiße. Oh. Habe ich jetzt nicht gesehen. Na gut, jedenfalls, wir haben diesen Mond bekommen. Den wir haben wollten. Brutz, wir wurden zurückgesetzt ins Jahr 2000. Und da können wir auch bleiben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.